So, wir stehen an der gleichen Stelle, wo wir quasi beim letzten Mal unterbrochen haben. Und wer das letzte Video vielleicht nicht gesehen hat, was ich bei so einem hohen Part nur sagen kann, geht mal zurück und macht das, weil das war extrem spaßig mit Superman zu spielen. Wir haben ja rausbekommen, dass der gute Joker scheinbar Kryptonit synthetisieren möchte. Mein Gott. Fahre ich jetzt hier gerade richtig? Ne, hier geht's her. Übrigens, was mir auch gefallen ist, man kann. Wo haben wir sie denn? Hier, diese Geistersteine. Die sind quasi unser Navigationssystem, was mir bisher so absolut gar nicht auffiel. Ich habe immer gedacht, die gehören einfach dazu, aber die weisen uns tatsächlich den Weg, wo wir hin müssen. Ja, und wie gesagt, Batman beim letzten Mal hat er. Ja, könnte nur ein bisschen besser sichtbar sein. Hat rausgefunden, dass der Joker Kryptonit herstellen will und ja, jetzt sind wir unterwegs, um das zu verhindern und hier hätte ich abbiegen müssen. Ich fahre mir hier wieder eine Kacke zusammen, liebe Freunde. So, hier geht es nämlich um eine Ecke rum. Ja, ist ein bisschen schlecht sichtbar, diese Dinger. Ja, wo geht's denn jetzt her? Wo habe ich denn jetzt die Abzweigung verpasst? Hier geht's rum. Ich könnte natürlich auch einfach. Entschuldigen Sie, Sir. Gut, da sind sie. Ja, so richtig Gummi geben ist ja echt schlecht. Ja, jetzt haben wir ein Stückchen gerade. Da kann man nicht. Ich wollte gerade sagen, da kann man nicht so viel falsch machen, aber genau das mache ich scheinbar. Ja, sollte kein Vorbild sein, wie meine Spieler. Ja, hier dürfte das Ding sein, oder? Ich sehe hier einen roten Punkt. Was ist das hier? Rotes Signal. Oh, sehr schön. Irgendwas ist hier erschienen. Ah, eine mobile Station, wo ich mir ein anderes Fahrzeug rufen kann. Und scheinbar auf die Map wahrscheinlich zugreifen kann. Schauen wir mal. Ja, noch tut sich hier nichts. Nur einen Moment, Sir. So, sind momentan im Zoo. Oh. Nein, der Pinguin ist im Zoo, also ein weiterer Weltboss. Quasi hier direkt um die Ecke. Ja, ich würde ja fast sagen, ich bin versucht, da jetzt reinzugehen. Denn wir haben ja oben natürlich noch Boomerang Man, aber ich würde fast sagen, aber wir müssen zurückfahren. Das heißt, wir sind jetzt hier, wenn ich die Strecke entlang fahre, immer geradeaus, dann komme ich dahin. Ja, wir gehen mal die Hauptmission weiter erstmal. Was kann ich für Sie tun, Sir? Fahrzeug. Rufen wir uns mal das Batbike. Batmobil fahren ist zwar auch cool, aber irgendwie fehlt mir dann auch. Ja, so ein bisschen der Überblick. Keine Ahnung. Also, ich finde es zwar gut, dass man. Ich habe ja anfangs mal in einem frühen Video gesagt, es gibt kein richtiges Navigationssystem, aber eigentlich gibt es das ja dann doch. So, rufen wir mal die Karte auf, gucken, ob ich jetzt hier in die richtige Richtung fahre. Ja, tatsächlich. Oh, was haben wir da? Wir fahren mal weiter geradeaus. Da sind wir schon am Ende. Ist relativ klein, Gotham. Also ich hätte Gotham größer erwartet. Ja, jetzt sehen wir sie auch wieder eingeblendet, aber wahrscheinlich in eine andere Richtung. Karte ansehen. Na, welcher Punkt bin ich denn jetzt? Bin ich der? Dann müsste ich ja hier rum und dann müsste ich ja schon richtig sein. Ich bleib mal stehen. Warte mal, wo mir jetzt die. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wir hier richtig sind. Aber wenn ich mir sicher bin, dann können wir eigentlich nur falsch sein. Ja, nicht, dass ich am Ende in die Betthöhle muss. Ja, hier muss das doch irgendwo sein. Wir sehen es ja sogar auf der Karte angezeigt, wo wir hin müssen. Entschuldigung, Sir. Hüpfende Lego-Objekte können zerschmettert werden. Ja, das machen wir doch mal. Batman schlägt ein bisschen auf Bäume ein, während ich weiter weiß. Entschuldigen Sie, Ja, ist Sir. ja gut, Alfred. Krieg dich ein. Oh, goldener Legostein. Juhu. So. Ja, und ich. ich glaube, wir sind jetzt seit 4 Minuten. Oh. Ich hänge gerade fest übrigens, nur mal so als Info.
Batman versteckt sie nicht in den Bäumen. In den Sträuchern, sondern hängt da fest. So, jetzt muss ich aber echt nochmal schauen. Also irgendwas. Hier bin ich jetzt. Also ich bin doch fast da. Wo ist denn dann das Problem? Ist das die Betthöhle, wo ich rein muss? Das könnte natürlich auch sein. Also, wenn es nach mir geht, ich steige hier mal ab. Na. So. Ich würde ja sagen, irgendwo hier muss ich hin. Na, was willst du denn hier schon wieder? Care. Oh, einer von Two-Face-Schlägern, den ich mir kaufen kann. Als Charakter. Ja, kaufen wir uns mal. Kostet nicht so viel. Mal schauen. Ja, das muss eigentlich die Betthöhle sein, wo ich hin muss. Also, die ist ja hier um die Ecke. Ich schau mal, wir fahren da mal hin, wo ich kann doch eigentlich auch zurück zur Betthöhle machen. Oh, der geht verloren. Dann fahren wir da persönlich hin. Rum. So, mal gucken, ob ich diesmal den Eingang finde, direkt. Sekunde, wenn hier die Straße... Hier müsste eigentlich sein, der Eingang. Wobei, jetzt wird uns hier wieder der Weg angezeigt, sehe ich gerade. Wir fahren jetzt mal den Weg nach. Ich gebe der Sache noch eine Chance. Ach, ey. Aber das ist doch echt... Jetzt mal ganz... Was, geht das jetzt hier weiter? What the... Ich verstehe es gerade echt nicht. Doch, da sind sie wieder, die Steine. Also, ganz ehrlich, das kann mir doch keiner sagen, dass die Navigationsführung... Ja, hier sehe ich sie jetzt. Aber dass die optimal ist. Also, da muss ja fast im Schneckentempo fahren. Da lohnt sich ja gar nicht richtig, Gas zu geben. Ich meine, klar, wenn du hier keine Abzweigung hast, dann ist es okay. Aber sonst... So, hier rum. Da ist ein Stein. Geht das jetzt hier in eine Ecke rein, oder? What the hell? Also, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen verwirrt. Ja, hier ist auf jeden Fall falsch. Wie ich hier schon die Passanten umfahre. Ja, aber hier sind doch die Steine. Also doch. Da sind sie jetzt auch. Also so ein bisschen verarscht komme ich mir schon vor, muss ich zugeben, von diesem Navigationssystem. Die führen mich jetzt wahrscheinlich zurück, wenn ich hier hinterher fahre. Geht das jetzt in beide Richtungen? Oh, hier ist doch der. Da ist er doch. Da ist er doch. Okay, der fährt seine Runden, oder wie sehe ich das? Ja, jetzt wäre es natürlich praktisch, das Batmobil dabei zu haben. Ja, so leicht gebe ich jetzt aber nicht auf. So, da haben wir's. Mein Gott, das war jetzt aber eine schwere Geburt. 8 Minuten in der Stadt von links nach rechts gefahren und nichts gebacken bekommen. Das bezeichne ich als Let's Fail. Chaos auf den Straßen und randalierende Superschurken. Da hatte Gothams Bürgern heute Abend ein riesiger Brand im Ace Chemicals Werk gerade noch gefehlt. Leider ist genau das eingetreten. Dazu Explosionen, welche die umliegenden Wohnhäuser so erschütterten, dass die Immobilienpreise in der Gegend dramatisch sinken dürften. Superman war zur Stelle, um das Feuer einzudämmen, aber die Polizei rätselt noch immer über das Motiv hinter dieser anscheinend sorgfältig geplanten Sabotage. Da kann man ja fast nachvollziehen, dass der gute Batman sauer ist, wenn er nicht genannt wird und... Oh, Joker hier. Ich glaube, wir haben Besuch. Ja, los geht's. Oh, hier mal ausweichen. Übrigens, gerade wieder eine Rail-Shooter-Einlage. Wie schon unsere Bootstour beim letzten Mal. Oh, wie kriege ich denn hier die ganzen... Oh, die sammle ich ein. Na gut. Oh, da oben ist ein Heli. Ja, den könnte, da könnte man natürlich drauf schauen. Ja, da ist er vom Himmel. So.
Ja, wilde Fahrt hier. Ja, und das stimmt mich auf jeden Fall schon mal zufrieden, dass ich hier nicht persönlich lenken muss, nachdem das vorhin echt so katastrophal geklappt hat. Na komm hier. Chopper direkt vom Himmel holen. Ich kann übrigens jetzt, wie man sehen, zwischen Robin und Batman wechseln. Ja, bleiben wir mal ein bisschen in der Rolle von Robin. So, ja komm schon. So, sehr schön. Was sehe ich denn jetzt? Ein Panzer, den wir zerstören. Achso, wir müssen hier noch weiter zerstören. Das war's noch nicht. So, erstmal den hier runterholen. Der hat keine Lebensanzahl. Doch, oder wohl. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es gleich ein technisches, irgendwie, wenn ich zu viel Schaden mit Robin nehme. Aber ich sehe auch, meine Herzen sind Silber. Also eigentlich, dass ich ja fast unbesiegbar bin. Hm, merkwürdig. So, mal gucken, ob wir den Joker hier nicht dingfest machen können. Ich habe eh so das Gefühl, dass der am Ende sich irgendwie noch retten kann wieder. Wäre ja gelacht, wenn das Spiel so früh schon endet. Oh! Ja, aber interessant hier, dass quasi Kryptonit... Na, ist jetzt hier gar nichts mehr. Von... was ist denn jetzt los? Wechseln wir mal wieder auf Bats. Ja, der macht Schaden. Ja, also den Ruhm streicht sich hier Batman ein, scheinbar. Ja, dafür ist Robin dann wieder gut genug. So, speichern hier mal ganz schnell. Ich schau gerade mal, 12 Minuten. Ja, auch wenn wir natürlich viel Zeit verschwendet haben, dadurch, dass ich sinnlos durch die Stadt gefahren bin, mache ich hier einen ganz kurzen Cut und im nächsten Teil geht es dann direkt weiter.